Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde der Dysons 4 Program. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr seht mich gerade hier stehen und natürlich wollen wir hier ein paar Sachen fertig machen. Aber es sind so ein paar Sachen, die mich persönlich... Was ist das hier? Surface Modification. Mal gucken, hätte ich ja vormachen können. Nicht so viel verballern. So viel habe ich nämlich nicht. Sonst habe ich nicht genug Material für andere Sachen hier. Ja? So. Was habe ich noch hier an ein bisschen Materialien? 6 Stück. Aha, so. Fertig. 2 Stück reicht. Gut, ihr habt mich gerade erwischt, dass ich hier in dem Fleet Unit war. Und zwar können wir ja Flotte bauen. Das heißt, wir haben Attack-Drohne, Precision-Drohne und wir haben einen Prototype. Note Ground Fighter cannot be deployed in space. Aha. Ich bin gerade am Gucken. Präzisionsdrohne, Ground Fighter cannot be deployed in space. 150, 210, das ist Energy Damage. Energy Damage 2,4 Schuss, 1,6. 240, 1,5 Schuss, 2,4 Schuss. 16 Meter, 42 Meter. So, die hätte ich gerne und dann brauche ich viel zu viel Material, was ich gar nicht habe. So, das hätte ich sogar. Die könnte ich bauen. Stahl, diese Rocket Launcher, sagen wir her, diese Rocket Launcher haben wir doch irgendwo, also Stahl haben wir. Diese Rocket Launcher, die hier, brauche ich. Warum machen wir mal 10? Warum nicht? So, die haben wir Missiles. Missile Turret, kann ich auch bestimmt ein Missile Turret bauen, oder? Hier. Missile Turret. Okay. Battlefield Analyse. Was brauche ich da? Das da. Das kriege ich aus Glas. Glas brauche ich diese Steine. Okay. Silikon. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. So, das war das hier, das hier. Jetzt waren wir beim Schmelzen. Gut. Ich glaube, so viele Ressourcen haben wir gar nicht hier auf dem Planeten. Kann das sein? Jetzt muss ich kurz gucken. So, was haben wir denn? Space Navigation. Building Alarms. Was haben wir denn? Building Icons. Das ist okay. Das ist mal Ambiente-Licht. So, was haben wir hier? Space Navigation. When the Space Navigation is on, location of nearby astronomical objects will be marked. Das ist das hier, warte mal. Vielleicht können wir jetzt ein kleines bisschen gucken, was wir hier noch hier haben. Kohle. Kohle. Ah, guck mal, hier drüben haben wir Crude Oil. Sehr schön, hier haben wir Crude Oil. Hier kriegen wir Crude Oil her. So, hier haben wir Crude Oil. Das heißt, das wäre die Möglichkeit, dann mit Crude Oil zu arbeiten. Jetzt müsste ich mal kurz schauen. Wasserpumpe, Oil Extractor. Da fehlt mir Stahl. Gut, Stahl muss ich jetzt herstellen. Okay. Aber Silikon habe ich, Silika habe ich hier keine. Ne, Silika könnte man dann zwar über Kohle herstellen, aber das ist das, denke ich mal, was wir dann uns überlegen müssen, wie wir das zusammenkriegen, ja. So, haben wir noch Kohle? Ui, ich laufe. Ich brauche Kohle. Ich habe keine Energie mehr. Vier. Sehr schön. So, hierfür bräuchte ich, wie gesagt, Metall, den holen wir uns auch gleich jetzt noch ran. Leiterplatten. Metall und Leiterplatten.
Leiterplatten habe ich hier. Einmal ein Stack voll machen. Jawohl. Metall hatte ich hier. Das reicht uns auch nicht mehr. Das heißt, uns geht das ganze Material aus. Finde ich uncool. Aber umso wichtiger, hier weiterzukommen. Ah, hier ist auch nochmal Crude Oil. Guck mal, hier ist auch nochmal Crude Oil. Brauche ich gar nicht so weit. Dann bauen wir den ganzen Spaß um. So, F, Materialien. Gut, dann kann der schmelzen. Und dann haben wir ach, guck mal. Da sieht man, welche Materialien man da rausbekommt, hält. Aber wie gesagt, Silikon habe ich nicht. Die Frage ist jetzt, die ich jetzt mir persönlich stelle. Lass uns mal schauen. Was ist das hier? Ah, das ist der Nebel. So. Da sind sie. Aha. Kann man da hin? View. Indicate. Planet Gas Giant. Okay, mit Gasplanet kann man nichts anfangen. Dann lass uns mal gucken, ob wir da hinkommen. Aber der ist zu weit weg. View. Da ist auch eine Basis drauf. Engine 2, okay, gut. Dann nicht. Dann müssen wir schauen, dass wir jetzt hier einfach mal die, ja, das machen wir jetzt, dass wir jetzt einfach die Schmelzen hinsetzen und hier einfach mal Gas geben. Jawohl, die kann ich herstellen. Das da wäre dann aus Glas. Glas wird hergestellt aus Stein. Stein haben wir. Dann pass auf, dann. So, haben wir gemacht. Dann kann ich die Prismen herstellen. Aber ich brauche Stein. Stein, das sollte kein Problem sein, oder? Sammeln mal das hier ein. Silikon Ohr. Wie gesagt, viel haben wir nicht davon. Ein kleines bisschen einsammeln. So, ein kleines bisschen einsammeln. Und dann stelle ich noch ein bisschen Glas her, dann kann man diese Karaffen herstellen. Weil ich möchte die Drohnen gerne fertig haben. Ja, und dann bauen wir hier weiter. Dann baue ich gerade drüben die Schmelzen ab, setze hier hin. Und würde dann praktisch hier in der Richtung einfach weiterfahren. Warte mal, den könnte ich aber rein theoretisch... den machen wir weg. So, und ich setze ich dann hier hin. Genau so. So, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Dann können wir hier zwischendrin praktisch dann die Dinger hinstellen, die schmelzen, dann können wir das Ganze herstellen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte die da herstellen, Glas. Gucken wir mal, was haben wir noch an Glas herstellen. So, und dann hast du hier aktuell 4. So, dann haben wir da und dafür brauche ich, ja, kriegen wir hin. So, 15. Mhm. 8 Stück. So, lass mich kurz mal gucken, was brauchen wir hier nochmal? Hammer, 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 dürften wir alles haben, oder? Wenn ich es richtig sehe, für 4 Stück. Sollte funktionieren. Na, gucken wir gleich mal. Die Frage ist, wo stelle ich die her? Oder stelle ich die automatisch her, von den Materialien, die ich hier habe? Das wäre jetzt die Frage. Ah, ne, guck mal hier, da haben wir es doch schon hier, Prototype.
4 Stück. Gut, 4 Stück kann ich einbauen. Dann wollen wir mal gucken. So, 4 Stück haben wir. Sehr schön, da ist unsere Flotte. So, dann geht es in die andere Richtung schnell. Und dann bauen wir jetzt einfach mal den ganzen Spaß hier ab. So, da habe ich noch genug Material. War ich denn vielleicht ein Ticken zu schnell, hm? Mit abbauen. War ich vielleicht ein Ticken zu schnell. Pass auf, bauen wir gerade wieder hin. Bauen wir gerade wieder hin, komm. War ich ein Ticken zu schnell. So, wir machen hier Metallplatten. Copy, paste, 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 paste. So. Dann lass uns die kurz befüllen, beziehungsweise einspielen, einbauen. So. Da war ich doch leider ein Ticken zu schnell. Dann baue ich die selber, komm. Dann baue ich die selber halt. Da waren wir stehen geblieben, hier. 5, 6. Gehen wir mit 6 ran ans Rennen, würde ich sagen. Jetzt könnte ich sie rein theoretisch, könnte ich sie jetzt hier hinsetzen. Ne? 1, 2, 3. Und da drüben auch. Zahm her. Super. 1, 2, 3. Dann hätte ich es gerne richtig. 1, 2, 3. So, ich weiß nicht, ob wir die jetzt so lassen. Da kommt, die bauen wir mal in Eisenplatten. Ich könnte mal schauen, was kann ich denn mit denen hier machen. Warte mal, F, habe ich die da? Da. Mhm. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Weil ich, was ich gerne hätte, ist zwar nett, dass er mir das anzeigt, stellenweise, aber ich hätte halt gerne ein kleines bisschen mehr Informationen drauf. Aha, halt. Gut. Passt. Nächste Aufgabe wäre natürlich dann gucken, dass wir aus der ganzen Thematik rauskommen hier. Gut. Mhm. Warum war mir das klar? Ich brauche... So. Gut. Gut. So, jetzt kann es natürlich sein, dass sie den hier angreifen. Und dafür habe ich natürlich keine Verteidigung, ja. Das wäre so der nächste Punkt. Ja, da muss ich überlegen, wie wir das machen. So, jetzt haben wir die Produktion angebaut. Jetzt würde ich sagen, fahren wir praktisch von hier. Hier rüber. Und das gleiche machen wir auf der Seite. So, und dann kannst du nämlich hier einmal... So. Das sieht nach einer Lösung aus. Komm her. Na, ich habe doch ange... Habe ich die falschen gebaut?
Jetzt habe ich die falschen gebaut. Na, kommt vor. So, jetzt kann ich da weitermachen. Okay. Und dann würde ich hier... Wir machen es mal temporär so. Na. Gut. So, dann haben wir die hier, die einsammeln. Und schon haben wir hier ein bisschen Material übrig. Sehr schön. Das wäre jetzt die Variante. So, dann müssen wir hier mal gucken, dass wir noch gerade bekommen, das Ganze. So, das müssen wir irgendwie abbauen. Ja. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen nicht ganz so optimiert, aber das kriegen wir alles irgendwie geregelt. Meine Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Bedürfnis, definitiv in ein anderes Spiel zu springen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sich das gerade ein bisschen zieht und ja, mir fehlt ein kleines bisschen Action. Ich denke, vielleicht geht es euch genauso. Vielleicht bin nur ich derjenige, der das Gefühl hat. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es spielt, immer gerne ein Abo und ein Like, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ein Abo und ein Like hilft meinem Kanal auf jeden Fall. Und ich würde mich so oder so bedanken bei euch, dass ihr der Dyson 4 mit mir gespielt habt. Ich denke, es ist kein schlechtes Spiel. Ich finde es gut. Ja. Aber ich habe jetzt aktuell Bedürfnis nach was anderem, ja, nach ein bisschen mehr Power. Und dementsprechend würde ich sagen, springe ich in der nächste Folge, beziehungsweise in ein anderes Spiel. Und ja, würde sagen, bis demnächst. Tschüss.